Und hallo Leute, willkommen zu einer neuen Anime Review von Fairy Tail 104 und 80. Fangen wir an. Die Folge fing so an, dass es Natsu und der Rest geschafft hat, von den, wie hieß die nochmal, dieser Vollstrecke abzuhauen. Nach den Vollstreckern kamen die an die Tür an. Natsu hat die Tür gesprengt. Gnadenlos. Mit einem Schlag. Und da kam auf einmal eine verdächtige Person, eine Person mit einem schwarzen Mantel und hat auch die Kapuze des Mantels aufgezogen, war schon aufgezogen. Und man weiß nicht, wer das ist. Von da aus hat sich das Bild geschwenkt zu Ersa und den Rest. Nur das Komische war, dass auf einmal, Ajuvia war das, Juvia lief da so und sie hat schon denken können, dass sie einen Gegner treffen wird. Und sie lief und als Gegner kam Shelly, glaube ich, war das. Die Gottslehrerin des Himmels. Dann haben die gegeneinander beide gebettelt. Später hat sich die Szene zu der Prinzessin gewechselt mit den, sagen wir mal, grünen Haaren. Die hörte von den Soldaten, dass es der Ritter, der immer so lange Nase geschafft hat zu fliehen. Sie freut sich. Und dann kam der Ministerpräsident, der Verteidigungspräsident. Präsident oder so, der hat dann gesagt, dass der Ritter sie gedeckt hätte, weil sie den Plan geschmiedet hätte und nicht er und dass sie ihn dazu überredet hat, dass sowas passt, dass er sie decken soll und dass den Plan durchführen soll. Dann hat sich das Bild geschwenkt zu Ersa. Dann hat die Erste gedacht, dass Ersas Gegner Minerva werden sollte. Aber war es nicht, das war Kaguya. Und dann, wo die Kaguya und Ersa gegeneinander gebettelt haben, kam auf einmal Minerva mitten in den Kampf rein, hat sich mit denen gebettelt. Die haben sich alle durchgehend geprügelt, geschlagen, aufgeschlitzt. Und dann auf einmal kam die Minerva mit einer Magie an, die den Ersten schockiert hat. Also den Shodai, ich weiß auch nicht wie. Aber hat sie irgendwie schockiert, weil ihre Magie hat einen riesen, wie soll ich sagen, hat einen Teil der kompletten Arena gesprengt und jeder war schockiert, dass die Magie so stark ist, dass sie bis in den Himmel ging. Danach hat sich das Bild zu der Ding gewechselt hier, zu der Prinzessin, wie die mit dem Ministerpräsident am Reden war. Und danach hat sich, das Bild geschwenkt zu Ersa, Kaguya und Minerva, wie die Kaguya und Ersa überlebt hat und der denen gedroht hat, dass sie, Google, du bist mein bester Freund. Wie hieß die nochmal? Leute, ich muss mal kurz schauen. Ich weiß selber nicht, wie die hieß. Sie hieß Miliana. Wie die Miliana festgenommen hat und die sie in eine Kugel eingesperrt hat. Elsa und Kaguya waren schockiert und haben so einen richtig extrem bösen Blick aufgezogen, worauf man Angst haben sollte. Danach wieder hat sich die Szene zur Prinzessin gewechselt, wie sie gesagt hat, dass irgendeine Person zu ihr kam, gesagt hat, dass sie aus der Zukunft käme und dass sie gesagt hätte, dass das Land in Chaos versinken wird, wenn sie den Plan El Calypso nicht durchführen werden. Später hat es sich wieder zu Natsu und Co. gewechselt. Auf einmal hat die fremde Person ihre Kapuze ausgezogen. Das war wirklich Lucy aus der Zukunft, die den Leuten gesagt hat, dass sie das Land beschützen sollen, weil irgendwas passieren wird. Und sie war irgendwie traurig und war am Weinen, dass sie Natsu wieder gesehen hat, weil Natsu, glaube ich, in der Zukunft eventuell gestorben ist. Und ab da hat's geendet, Leute. Ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Also, bis dahin und ciao. Sorry, dass es zu spät gekommen ist.